Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Assassin's Creed Unity. Und ja, da ist es. Jedenfalls, ich hatte mal probiert, wieder ein Narcosis VR Video zu machen. Es war diesmal ein bisschen leckreich, ein bisschen im Game. Aber wir haben es durchgeschafft. Aber was mir dann als nächstes aufgefallen ist, das Video hatte gar keinen. Mein Stream hat sich gerade Stream. Mein Aufnahmeprogramm hat sich gerade aufgehangen, wie ich gesehen habe. Jedenfalls, das Spiel hatte dann kein Video. Also keine Aufnahme. Es hat aufgenommen, die Stimmen, was passiert ist, bla bla bla. Ich habe es auch eingestellt, dass es jetzt lauter war. Wegen, du hast ja zwei Möglichkeiten, die volle Aufnahme von einem Spiel oder Fensteraufnahme. Ich habe früher Fensteraufnahme gemacht, deswegen war es leise. Habt ihr aber das Spiel gesehen, aber bei voller Dingsaufnahme hat es nicht funktioniert. Es war lauter, aber gar kein Bild. Das hat mich ein bisschen geschockt und ein bisschen frustrierend gemacht. Ich kann jetzt euch nicht die schöne Szene zeigen, weil da ist sehr viel passiert. Ich habe auf dem Berg, wo ich vorhin dran vorbeigerannt bin und immer gestorben bin manchmal, ein U-Boot gefunden mit ca. 4 Sauerstofffläschchen. Jedenfalls sind wir irgendwie da weitergegangen und da war ja auch dann dieser Fluss voller Lava, wo wir einfach rüberfliegen wollten, aber da war nichts. Da rechts genau daneben war dieser Platz mit dem U-Boot. Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dann waren ja halt diese Blobfische und da haben wir einen richtigen Weg nach oben gefunden. Da war dann auch so ein Signal, so ein blauen, und dann haben die es rausgefunden. Langsam wurden wir immer so halluzinierender. Und sind in eine Höhle gekommen, wo du Wege suchen musst. Also zum Beispiel Wege nach unten, Wege nach oben. Du solltest immer Wege nach oben nehmen. Aber die Wege waren voller Staub und schwarzen Staub. Naja, schwarzes Zeug. Dass du es nicht richtig sehen konntest, was nach oben und nach unten geht. Aber da war dann zum Beispiel, erst war da ein Tisch, ein Stuhl, dann war da eine Uhr, ein Bücherregal, dann noch ein längerer Bücherregal. Ich weiß nicht, was das halt sein sollte, aber der letzte mit diesem riesen fetten Bücherregal, da ging es circa nicht so Wege, also so ein Tunnel, denn Wand und ein Tunnel, wie ihr es manchmal kennt von Höhlen. Die waren genau nebeneinander. Beziehungsweise Tunnel, genau nebeneinander, wo du direkt eingehen kannst, und der Tunnel, wo man gekommen ist, was auch so ein Dreier-Tunnel ist. Aber die Sache ist, diesmal musste man zurückgehen und mal rausgekommen. Wärst du da länger geblieben, da hatte ich noch 66% Sauerstoff. Du hättest da deinen Sauerstoff runterspielen können. Du wüsstest nicht mal, wo du hingehen müsstest, außer du weißt, jetzt muss ich zurückgehen. Ja. Ich will mal von den Fähigkeiten was gucken, ja. Oh. Okay. Wir sehen uns gleich mal wieder. Ich mach noch kurz was. Weil wir müssen ja da hinten zur Story und ich werde ein bisschen laufen. Wegschneiden. Wir sehen uns. Jo, und da sind wir auch wieder. Eine Fähigkeit hatten wir jetzt auch gekauft. Ich war bei einem die Musik erinnert mich an was irgendwie. Ist ja. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. In der Nähe irgendwo. Dann versuchen wir es bei der Kirche. So, dann gehen wir mal hier lang. Weil ich hatte irgendwo eine Truhe gefunden. Alles klar. Ja, wir sind hier. Wir sind hier.
gut in der Nähe. So, dann links abbiegen und sind wir fast da. Und bei der Truhe, die ich gesehen hatte. Woher ich das weiß? Wird ihr sehen, wenn ich recht habe. Irgendwo hier. Bin ich hier hochgegangen? Ja. Da ist die Truhe. Genau hier drauf. Mit einem Stift, ja. Was kriege ich? Okay. Jetzt können wir die Mission weitermachen, dann ist es auch alles prickelnd. War dieses gerade. Was sagt ihr da? Für wen kämpfst du? Ihr müsst euch beruhigen. Ihr werft hier mit ungeheuren Anschuldigungen. Dann kriegst du jetzt, was dir zusteht. Stirb, du Feigling! Ja, ich konnte ihn nicht retten. Was da? Stimmt, wir müssen die Bücher retten. Was gibt es so Wichtiges, Sommer? Diese verfluchte Küchenmark. Lot sah, wie sie einen Zettel unter einen losen Stein versteckte. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Renard. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spionin. Ha! Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Oh, hey. Das ist meine Patriotin! Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt die Bücher. Ah ne, mit College sprechen. Dieses Hin und Her. Nein! Danke.
Madame Goose schickt mich. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. Machen wir gleich. Ich hole noch die Plünderung. Du sollst ihn plündern. Hallo. Jetzt. Mann, ey. Den auch noch hier. Ja, spring ab, Mann. Was? Dieb! Hilf mir jemand! Der da ist ein Dieb! Schnappt ihn! Haltet den Dieb! Hilf mir doch! Nein! Paul! Ich bin dann nicht. So, jetzt gehen wir mal zurück. Und dann können wir die Story machen. Ja, es hat ihn. Assassin's Creed Unity. Naja. Hallo. Ich wusste nicht, wo er geklettert hat, aber ist egal. Wenn jemand tötet, stirbt er mit ihren eigenen Leben. Selbst schuld, hä? Ich konnte ihn nicht retten wegen des anderen Plündern. Und noch mehr von diesen Typen. Nee, ich lasse ihn nicht leben. Danke. Danke für die Idee. Welche Freude, mein Freund. Oh, kein Problem. Nur wegen der Truhe.
Dann spring noch mal ab, Alter. Tut mir sehr leid. Ups. Ich bin schon auf der Escape-Taste gekommen. Bleib da stehen! Versuchst du, in mein Gebiet einzugehen? Halt! Na? Oh, Alter. Was war das denn? Was ist denn nur los? Was ist denn hier nur los? Ein Hundi. Oh. Wo ist denn das Teil rum? Ein Stift, das ist gut. Ich habe fünf Dietriche. Dietriche. So. Dietriche. Das sind 4 Sterne, hm? Jo. Oh. 10 Meter, okay. Sorry, tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Brauche ich. So, was haben wir denn hier? War das gerade Sequenz 5, wenn ich das richtig gelesen habe? Les Halles, 31. März 1791. Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Warum sieht das Haus genauso wie meins aus? Geknackte Türen, 4. Okay, mit Berserkerfeind vergiftet Gobriane. Die hole ich in der Mitte ganz anders weg. Ach, komm, Alter. Die hören's oder was? Wieder. So Kackhändler, weil ich keine Pfeile mehr habe. Weil er es ja nicht gezählt hat. Komm. Dieses Hängen. Nein, Mann. Lass mich raus. Geht weg, ihr Spackos. Genau hier, so ein Schaf. Triffst du auch? Komm, Alter. Trifft auch gar nicht, oder? Kommst du denn her? Der hält sehr viel aus, ja.
Scheiße. Schlechte Neuigkeiten hier. Scheiße. Die sterben hier wie die Fliegen. Ja, wirklich? Neuigkeiten hier. Hi. Da bist du ja. Ich mache erstmal eine kleine Plünderungsparty am Anfang. Wir plündern die erstmal. Okay, let's go. Manche sind schon despawned. Ist ja voll unfair. Da kann ich rein. Nein! Wenn man Leertaste drückt, macht er es dann nicht. Der springt dann ab. Ja, danke. Verfehlt, ja, ich weiß. Wer ist hier drin? Drei oder was? Die gehört zur Story wahrscheinlich. Noch einer. Aber die wissen gar nicht, dass alle erstmal ja sterben, Jum. Ja, komm, ich dachte, ich wäre. Danke. Must left it open. Immer wieder. So. Bonus. Aber German ist ja hier drin. Wie ich weiß. Hi. Der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Das fühlt sich an wie eine Falle an. Was ist das denn? Verräter! Ja, lass sie noch. Hallo? Mach! Ach du, Alter, das Spiel. Das Spiel immer mal wieder, ne? Folgt mir. In Ordnung.
Moment. Der denkt, der wäre blau oder was? Wir müssen weiter. In Ordnung. Ich vertraue diesen Typ nicht. Na, lass mich mal plündern, okay? Wo ist der Typ? Einen Moment. Wusste. Wo ist der hingerannt? Hier lang oder was? Aber das hört man nicht, dieses Umfallen, weißt du? Der guckt immer noch an seinen Kamin darin, aber naja. Hi. Los jetzt! Ja, selbstverständlich. Auf die Dächer auf. Sie postieren ihre Waffen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Kannst du knicken. Oh, das ist ein sehr guter hier. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich.
Ich hab kein Vertrauen in ihn. Kein Scheiß. Ich trau diesen Burschen nicht. Ich weiß nicht warum. Bürger, bleib stehen! Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam ja auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Gut. Sequenz 5, Änderung 1. Geil. Das hätten wir dann auch. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu Assassin's Creed Unity. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr die anderen Let's Plays auch genug guckt, wie vielleicht die heute. Naja. So, das hätten wir dann auch erstmal. Und wir sehen uns, wenn ich die letzten noch geplündert habe. Und ciao. Bis zum nächsten Mal zu Assassin's Creed Unity. Ciao, ciao.